Hallo, 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 weiter geht's mit Minecraft Hexe. Willkommen dazu, ich bin der Lars. So, ich habe das irgendwie laufen lassen, damit das ihr nicht warten müsst und jetzt ist fertig. Ist fertig, Alter, hast du fertig gewichst die ganze Rotze. So, ich packe erstmal den Exikal Essenz hier rein. Das ist natürlich Wunderbärchen. Und wir holen uns dann, das bleibt da, das bleibt da. Ja, okay. Wir brauchen ja was zum Bauen. Wir brauchen auf jeden Fall Glas. Glas, braucht ja Glas, den Glas, braucht ja Glas, der Glas, braucht ja Glas, der Glas, der Lars. Wir nehmen alles mit hier, was wir gebaut haben. Oh, es ist doch ziemlich viel. Ich glaube, ich habe viel zu viel gefarmt. Warum brennt das da wieder? Ach, hä? Warum geht das hier nicht? Ah, Sandstein. Okay, der muss natürlich da nicht rein. Normaler Sand und das kann auch mit. So, dann gehen wir ab nach Häuschen, beziehungsweise ab so ein kleines Strandhäuschen und werden hier jetzt anfangen, unser wunderbares unterirdisches Reich zu bauen. Ich glaube, man kann hier so Trick 17 machen. Moment, Trick 17, Trick 17. Trick 17 bedeutet, wir müssen zu Workbench, der natürlich wieder im Haus ist, wo der sonst. Und wir gehen nach Trick 17. Trick 17 bedeutet, wir bauen uns das hier. Ja, das ist Trick 17. Ich glaube, wir kennen Trick 17. Auf jeden Fall machen wir Trick 17. Machen wir so 6 Stück hier am Start. Also 12. Sollte reichen. Sehr, sehr, sehr schön. Ich würde die nehmen wir wieder mit. Die brauchen wir bestimmt ja später. Machen wir Trick 17. Machen die Rucksäcke hier. Die brauchen wir gerade nicht. Die Fackeln. Okay. So. So, so, so ist okay. Fackeln brennen ja nicht unter Wasser. Das wissen wir alle, ne? Das wissen wir natürlich alle. So, jetzt kommen wir hier nach unten. Jumping like a Babbo in the Club. Wir können Trick 17 machen. Ich glaube, es geht. Es funktioniert. Ja, das geht so, wenn wir jetzt hier auch noch hinbauen. Haben wir eine Luftschleuse. Eine Luftschleuse. Wir können das deutsche Reich verteidigen als Luftschleuse. Okay, da oben jetzt hier auch noch. Hier ist ja jetzt wieder Wasser, ne? Ja. Okay, passt. Das versuchen wir hier luftig leichte Erfrischung. Und können normalerweise jetzt hier anfangen. Ist das tief genug? Ja, doch. Sollte gut sein. Wir können das hier mit Glas schon mal füllen, wenn wir gerade richtig geil sind. Dann müssen wir später das doch mit Dings füllen. Mit Dings. Ich weiß bestimmt, mit Dings muss ich das füllen. So. So, Luft holen. Weiter geht's. Hüpf. Hüpf. Und hüpf. Und hüpf. Like a Gummibär. Hüpf. Dann müssen wir das hier wieder abtrennen. Das ist Sand, okay. Und hier geht's dann weiter. Wir bauen jetzt hier quasi nach unten quasi bis hier mit Glas alles. Und das ist die Frage, ob wir jetzt auch alles aus Glas machen. Ich weiß es noch nicht. Da möchte ich natürlich entscheiden. Wir haben jetzt Luft hier. Wir brauchen gar nicht mehr nach oben. Wir können jetzt hier unter Wasser leben und warten bis Aquarell, ja. Die alte, oh, Luft. Bis dann die alte kleine Schlampi kommt. Das halt geiler ist, ne? Wenn man einfach hier Luft hat, kann man besser abbauen. Naja, ist doch logisch. Mit Luft hat man mehr Energie. Hat man mehr Kraft und kann das besser abbauen. So, nach unten bauen. Oh, das war schon unten genug. Ne, hier waren wir schon. Hier ist doch jetzt alles, ja? Ja, okay, es passt. So, dann machen wir das ja auch noch weg. Die letzte Schicht. Und dann würde ich sagen, reicht das mit Glas? Erstmal mit Glas beim Lars. Das muss nicht weg, sondern dahinter, bitte. So, wunderbar. Haben wir hier noch Glas hin? Da oben muss noch runter. Genau, so tief. Ja, 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 wunderbar. Und ab hier dann beginnt, sage ich mal, der normale Shit. Oh, mein Handy vibriert schon wieder. Okay. Nur gerade eben SMS gelesen. Jetzt bauen wir jetzt hier quasi runter, ist ja klar. Sieht man ja auch. Ich hoffe, das sieht man, wenn ich jetzt hier hochschwimme. Man geht hier runter. Und dann blablabla, ab nach unten durch Glas. Und dann kommt man hier ins Lager rein. Und hier beginnt quasi der Lagerraum dann hier. Diesen Bereich hier. Das ist so der Plan, den ich habe. Und hier haben wir jetzt sogar Luft. Das ist sehr schön. Wir haben hier Luft jetzt. Und ist hier der Lagerraum. Ich weiß jetzt nicht, wie tief wir es machen, wie breit wir es machen. Wir werden es erstmal jetzt ein bisschen ausheben hier, damit wir ein bisschen haben. Wir könnten auch Just for Fun YOLO-mäßig mal eben hier den hier zubauen. Mit Dreck am besten. Haben wir Dreck am Stecken? Natürlich haben wir Dreck am Stecken. Sehr schön. Wenn wir Dreck am Stecken haben, bauen wir das hier eben zu. Können wir das Holz hier schon wegmachen? Jetzt fliegt das hier wieder alles hin. Verschwinde Holz! Wir haben doch Dreck am Stecken. So, zubauen. Jetzt ist das Wasser normalerweise sollte hier verschwinden. Sehr schön. Also haben wir quasi das schon mal gebaut. Ja. Oh, da kann man hochgucken. Das sieht ja schön aus. Und dann bauen wir hier mal eine Fackel, damit ihr mehr seht. Plopp. Och, und der tropft da runter. Das ist unglaublich. Und hier heben wir jetzt quasi den Raum aus und hier kommt unser Lagerraum hin. Wie weit wir das machen, ist ja eigentlich egal, denn es ist ja unter dem Fluss, beziehungsweise unter dem kleinen See. Also sieht man ja nicht. Also werden wir den See jetzt nicht abreißen oder irgendwie schlechter machen oder irgendwie zerstören. Sondern wir müssen eh noch einen tiefer, mindestens. Wenn nicht sogar zwei. Zwei tiefer? Ja, so ist gut.
So ist gut. Das sollte reichen. Und jetzt bauen wir unseren wunderbaren Lagerraum. Habe ich hier schon was drauf? Enchanted Effizienz. Okay. Ich habe eh keine Level, von daher passt das Ganze. Wir könnten auch einfach hier unsere Monsterfalle hinbauen. Nein, hier kommt unser Lager hin. Hier wollen wir unser Lager hin machen, deswegen kommt hier unser Lager hin. Die Monsterfalle. Ich möchte ja lieber. Ich habe ja letztes Mal schon über die Monsterfalle geredet. Werde ich jetzt wieder reden. Ich bin auch überlegen, wie wir es am besten machen. Ob wir das quasi hier integrieren in unser Haus irgendwie. Die Monsterfalle. Dass wir quasi. Es ist ja. Ist ja logisch. Monster spawnen nur, normalerweise, wenn wir in der Nähe sind. Sonst spawnen die ja nicht. Ist ja klar. Jetzt ist die Frage, wollen wir das denn in der Nähe haben von unseren ganzen Häuschen, weil wir unser Schloss noch später haben, bla bla bla. Das Schloss wird ja irgendwie anders gebaut. Ich werde noch irgendwann Nitrado anfragen, habe ich ja schon mal gesagt, dass die, ob die mir einen Server stellen. Das wäre ziemlich cool, wenn da ein Server gestellt werden würde. Und ich dann multiplayermäßig mit euch zusammen, mit ein paar Abonnenten vielleicht, mit ein paar anderen Leuten im TS, zusammen im Livestream hier unser Schloss anfangen und das irgendwie auch fertig bauen. Weil... Ihr kennt mich. Ich mach das mal hier unten hin. Das wird noch abgetrennter. Weil ihr kennt mich, ich kann sowas nicht bauen. Ich brauche schon 12 Jahre, 12 Parts, um so ein Strandhäuschen zu bauen. Dann brauche ich 12 Milliarden Parts, um was anderes zu bauen. Also ihr wisst Bescheid. Ein wunderbares Schloss, wo der Graf drin lebt. Das muss auf jeden Fall mit mehreren gebaut werden. Und ich hoffe mal, dass ihr mir dann helfen wird. Helfen werdet. So, nicht helfen wird. Lars Deutsch ist ziemlich schwierig. Und da brauche ich halt dann ein paar fähige Leute, die gut bauen können. Aber die werde ich auf jeden Fall finden. Dann treffen wir uns im TS, im Livestream, vielleicht auch offscreen. Oder ich nehme das Ganze auf und mache einen Part, einen Riesenpart. Ein 5-Stunden-Part, wie auch immer. Mir ist auch egal. Dann wird das auf jeden Fall so gemacht und dann wird es halt gebaut. Ne? Und das Schloss wird dann sehr, sehr schön. Ich mache da ein paar Zeichnungen vielleicht noch, obwohl ich die zeichnen kann. Ich bin ja gelernter Architekt, weiß ja jeder. Und dann reißt mir das eben. Jetzt wisst ihr, was ich bin. Ich bin Architekt. Deswegen kann ich so gut bauen in Minecraft, weil ich Architekt bin. Na, wisst ihr Bescheid. Jetzt habt ihr meine Berufung rausgefunden. Da gab es gerade ein Leck. Entschuldigung, das ist ziemlich blöd. Da ist geleckt. So, jetzt ist die Frage. Hier geht's nach unten. Hier sollte ungefähr die Mitte sein. Okay, also müssen wir noch weit nach da auf jeden Fall. Und wir müssen hier ganz viele Sachen abtrennen. Ob wir jetzt hier... Ich glaube, ich mache das Licht jetzt aber trocken. Ich lege das trocken. Nicht, dass man hier mit Wasser runtergeht, sondern ganz normal. Obwohl Wasser auch ziemlich cool wäre. Aber ich lege es trocken. Das ist schöner. Das ist schöner auf jeden Fall. So, hier ist dieser andere Stein. Hier ist sogar Eisen. Wir brauchen kein Eisen. Nimm es trotzdem mit, weil es im Weg ist. Hihihihi. Alles so schön, alles so toll. Alle lieben die Minecraft-Welt. Oh Gott, das ist was Wunderbares. Ich hoffe gleich nicht, dass irgendwie ein Leck oben ist, beziehungsweise es irgendwie weiter runter geht und auf einmal gleich zerstöre ich alles hier. Upsala, das wollte ich schon mal nicht. Ich wollte eigentlich mit Glas das ja füllen hier. Dass wir so eine... Nach oben schauen und alles ist voll mit Wasser. Aber das machen wir, glaube ich, nicht, weil das funktioniert nicht. Das wird zu krass. Und das ist auch nicht so Sinn der Sache, weil ich will nicht, dass man das von draußen sieht. Ich will nicht, dass man sieht, nach draußen guckt, beziehungsweise dahin guckt und sieht, ah, da unter dem See ist ja etwas. Das will ich nicht. Deswegen, das soll ein bisschen versteckt sein, obwohl ich der Einzige auf dem Server bin, beziehungsweise einziger im Singleplayer bin. Soll es versteckt sein. Oh, da gerade wird Wasser runterkommen. Kommt's aber nicht. So, das Abbauen hier. Es geht schon krass schnell mit der Spitzhacke, muss ich sagen. Oh, oh, die ist gleich kaputt. Ich muss aufpassen. Ich sollte sie reparieren. Beziehungsweise auf jeden Fall die Enchants runternehmen, das geht ja. Aber ich muss sie unbedingt reparieren. Oder Enchants runter und neuen machen, eins von beiden. Also es wird voll teuer, dass ich neue mache. Wir müssen aufpassen, immer schön nach unten links schauen. Aber kann ich nicht so gut nach unten links schauen, weil da mein riesen Mikrofon vor ist. Muss ich mal aufpassen. Muss ich mal aufpassen. Ja, ich muss aufpassen, dass meine Spitzhacke nicht kaputt geht. Das wird ein riesen Lager, sehe ich gerade. Das wird ein echt großes Lager. So, was haben wir denn jetzt? Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9. Machen wir noch weiter. Damit es passt. Machen wir 10. So, 10. Sollte das reichen? 10 Stück. Und noch größer. Noch größer, oder? Machen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es muss weitergebaut werden. Es passt so doch nicht. Wir sind bei 9, ne? Bei 9 waren wir, ja. Habe ich mir gemerkt, es war 9. Natürlich war das deutlich, wird schon wieder dunkel. Deswegen blopp. So, Spitzhacke sagt, alles noch okay. Computer sagt nein. Trennen wir das mal eben hier noch ab. Ich hoffe, dass... Oh nein! Nein! Oh oh. Ja, ich hab's gefunden. Ich hab's geschlossen. Also höher dürfen wir nicht, dann kommt das Wasser schon. Okay, weiß ich Bescheid. Weiß ich Bescheid. So, gleich erstmal hoch, dann die Spitzhacke und die Schaufel reparieren. Wenn ich genug Level habe. Ich habe nämlich nur 9. Das reicht, glaube ich, nicht. Auch mal Licht hin. So. Hier ist Kohle. Wir brauchen Kohle. Kohle ist gut.
Wir brauchen ja Kohle. Kohle, Kohle. Wir haben ja keine Kohle mehr. Habt ihr im Ofen gesehen? Ich habe alles reingesteckt, obwohl der Ofen natürlich, obwohl der Rand voll ist. Alles mit Kohle doch bei den Ofen. Wir haben keinen Platz, nichts, wofür nichts. Habe ich Holz, um mir eine Kiste zu bauen? Auch nicht. Eieieiei. Inventar ist voll, alles liegt hier rum. Das ist ja wunderbar. Wunderschön, wundertoll, wunderbar. Ja, der freut sich schon, hab ich. So, ich hab mal 9. 10. Jetzt sind wir bei 10. Jetzt ist 10 mal 10. Muss aber größer werden, ne? Ja. Oder? Reicht das schon? Ich bin am Überlegen. Nochmal 15. 15 mal 15, wa? Ist hier ist ja nicht mehr die Mitte, sehe ich gerade. Die Mitte muss ja hier sein. Hier muss die Mitte sein vom Raum. Hier muss die Mitte sein. Hier so. Dass es dann hier so runtergeht. Blopp. Und wir dann direkt hier drauf fallen. Also hier muss die Mitte sein. Ich kann das mal eben markieren hier, die Mitte. Mitte, Mitte, Mitte. Da ist Mitte. Da muss die Mitte sein. Bauen wir hier mal eben schnell noch das Ganze wieder zu mit Pflasterstein. Hacker Cobblesheet. Damit wir da nochmal eine Markierung setzen können. Das ist ziemlich cool mit diesen Abbauen und diesen Abzählen. Dann kann man sich nicht vertun und macht irgendeine Scheiße. So. Also hier muss die Mitte sein. Und proben, dann gehen wir quasi von der Mitte irgendwie immer 10 weg, würde ich sagen. Oder 15, irgendwie sowas in der Art. Muss auf jeden Fall noch ein bisschen bauen dann. Ja, ja, ich muss da noch ein bisschen hin, müssen da noch ein bisschen hin. Aber ich muss jetzt meine Spitzhacke, wie gesagt, erstmal reparieren. Die Frage ist jetzt, wenn ich das kaputt mache, hier kommt ja wieder ganz Wasser durch, ne? Blopp, aber kann ich hochschwimmen. Alles gefloatet. Der Lars hat alles gefloatet. Ich muss da hoch. Ja. Ich glaube, wisst ihr, was einfacher ist, anstatt da hinzugehen? Wir machen Trick 17. Wir machen Trick 17 und benutzen unseren Spiegel einfach. Wo ist denn unsere Spiegeltasche? Müsste hier irgendwo sein. Sand weg. Jetzt weiß ich, wie sich Gronk überfühlt, der sein Inventar voll hat. So, Glas hier mal alles rein. Glas, das kann da auch rein. Da. Dann ist ein bisschen was Fly im Inventar. Der Fall bitte nicht. Ich möchte nur noch was schießen. Ich möchte mich noch verteidigen können. So. Was mit dem wieder? Ich baue mir jetzt ein paar Kisten. So ist meine Spiegeltasche. Da ist meine Spiegeltasche. Was war denn jetzt der richtige Spiegel? Rechts, ne? Rechts müsste. Immer rechts. Lars, immer rechts. Das ist immer gut. Also rechts bist du immer richtig. Okay, passt. Es war rechts. So, schnell wieder da rein. Rechts. Immer rechts denken. Ja, was wollte wir? Ich wollte, ach ja, wir wollten eh reparieren, von daher sind wir hier richtig. Ach, ist der Spiegel schön, ich liebe ihn. Ich brauche noch mehr Spiegel, damit ich ganz viele habe und überall hinreisen kann. So, die Hacke. Reparieren kostet 22 Level. Wenn ich das runternehme, plopp, und dann reparieren, kostet reparieren 0. Lol. Kann ich hier so nicht reparieren, oder was? Oh, es geht nicht, okay. Dann geht's eben nicht. Schaufel kann auch nicht reparieren. Scheinbar kann man nur reparieren, wenn irgendwas drauf enchanted ist. Ach gut, Schuhwichten. Also schmeißen wir die Scheiße einfach weg. Brauchen wir eh nicht mehr. Hier, Müll. Blop, blop. Haben genug Diamanten, bauen uns halt neue Sachen. Und haben wieder 29 Level. Dann sollten wir auf 29 Level auf jeden Fall unsere Spitzhacke wieder enchanten können. Sticks sollte ich dabei haben. Dann brauchen wir... Wir haben noch eine Spitzhacke hier. Die ist auch fast kaputt. Kann ich auch wegschmeißen. So, unnötig Platz im Inventar verbrauchen. Oder in die Kiste brauche ich nicht. Das doch mal so, wo haben wir denn? Wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn hier? Diamanten. So, Diamanten, das sind keine Diamanten. Das, wir brauchen ein und eins, zwei, drei. Das sollte passen. Sticks habe ich jetzt alle weggepackt. Sehr schön. Das ist meine Spiegeltasche. Da sind meine Sticks. Zur Workbench mit einem kleinen Leck, Entschuldigung. Eine Schaufel. Und eine Spitzhacke für der Lars. Wunderbar. Hat da wieder neue Sachen. Geht da zurück und enchartet wieder das Ganze hier und dann kann es weitergehen da unten. Das wird ein sehr schönes Lager und wir werden alles halt so sortieren, dass wir alles in einem Raum haben und nur unten gehen müssen und haben sofort bam alles. Das wird sehr schön. Das wird auf jeden Fall sehr schön. Effizienz. Enchanten. Hier, habe keine Level verloren. Sehr schön. Aber ich kann leider meine Schaufel nicht enchanten, denn ich habe dafür nicht mehr genug. Nein, Schaufel, du musst darunter leiden. Was ist das so rockige Musik hier? Rock like a boss. Kann ich schlafen? Nein. Zurück geht's. Ab wieder nach unten. In die gute Stube. Und irgendwie habe ich die ganze kleine Mini-Lex, was mich anpisst irgendwie. Ich weiß nicht warum. Ich habe keine Ahnung warum. Es kann definitiv nicht daran liegen. Systemauslastung gleich 0. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Es muss an Hexit oder an das andere liegen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Erstmal was essen hier, was naschen.
erstmal etwas Schweinefleisch reindrücken in die Kauleiste. Das ist immer sehr schön. Ich wollte nämlich was gucken. Und da wollte ich gucken, wie das denn aussieht hier. Ob man hier irgendwas sieht. Ne, man sieht nichts, oder? Ja, sieht halt nur, dass es da unten geht, aber sonst sieht man nichts. Jetzt bauen wir den hier wieder mit Sand zu. Habe ich jetzt Sand? Ich habe Sandstein sogar. Das ist gar nicht mal so schlecht. Bauen wir das hier halt so zu, dass es halt kein Mensch sieht, dass hier irgendwie nach unten geht. Ist voll Mystery. Und sonst sieht man das ja nicht. Das sieht eigentlich ziemlich cool aus. Das sieht ziemlich sexy aus, wenn es hier so runtergeht. Mit diesem Kreuz. Das ist das heilige Kreuz, wo es runtergeht. Aber ein bisschen Loch. Was ist das denn hier? Ach, das ist... Aha, ja, das weiß, was es war. Da ist das Leck gewesen. Ihr wisst, das Leck, wo es durchgekommen ist. Wo die nasse Pfütze bzw. nasse Shit durchgekommen ist. Ich brauche noch Kisten, wollte ich mir noch ein paar bauen. Brauche mir ein paar Kisten. Workbench ist mal wieder im Haus hier. Ich muss immer da hinlaufen, es ist halt scheiße, die hinzumachen. Naja, ich mach's trotzdem, ich renne immer wieder hin. Eins, zwei. Das sind jetzt die provisorischen Kisten, wo ich meinen ganzen Scheiß rein tue. Den ich unten finde. Mehr nicht. So, fünf Kisten sollten auf jeden Fall reichen. Den Rest bitte wieder mitnehmen. So, lieber droppen lassen, gehen schneller. Mitnehmen, mitnehmen und ab nach unten in die Nasse. In die Nasse, Haus. So. Zugebaut. Mit Sandstein. Die Fackeln fließen alle weg und wir sind wieder hier in unserem wunderbaren Häuschen. Hier wollen wir erstmal ein paar Kisten hin. Um den ganzen Scheiß reinzupacken, den wir gleich hier alle haben. Hier zum Beispiel diesen Scheiß. Und der ganze Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Lars, nimm die Kohle mit. Und ganz viel Eis. Das liegt hier auch noch rum. Tja. Haben wir ein paar Kisten. Machen wir hier noch eine hin. Da noch eine hin. Ja. Ein paar Kisten. Können den ganzen Scheiß da rein tun. Wunderbar. So läuft es doch. War nicht hier der ganze Scheiß drin oder war es die Spiegeltasche? Oh, hier ist auch ganz viel Scheiß drin. Scheiß, alle hier rein. Oh, jetzt habe ich. Habe ich erst da rausgenommen. Ich wollte eigentlich den. Oh, Entschuldigung. Genau. Das ist die Spiegeltasche. Das ist die Spiegeltasche. Lass ihn mal da. Und das ist die Tasche mit dem ganzen Scheiß. Ja. Wie ging das nochmal? Ja, so geht das. Wunderbar. Dann den ganzen Scheiß da rein. Dum, dup, 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 dup. Dup, dup, dup. Dup, dup, dup. Sehr schön. Spiegeltasche. Crap-Tasche, Crap-Tasche. Doch, bei Crap-Taschen. Was ist in dieser Crap-Tasche drin? Nichts. Sehr schön. So. Können wir weiterbauen. Wir wollen ja noch ein bisschen weiter. Auf jeden Fall nach da müssen wir auch noch. Wir müssen alle Richtungen. Jetzt haben wir wieder eine neue Spitzhacke. Können weitermachen. Und der Part ist schon wieder 17 Minuten lang. Wollen wir jetzt noch weitere 17 Minuten diesen wunderbaren Raum ausheben, während ihr meine wunderbare Stimme horcht oder hört? Naja, wir sagen an dieser Stelle beende ich diesen Part. Der war ja unglaublich spannend. Unser Lagerhaus nimmt so langsam Form an. Ich hoffe, dass wir das in den nächsten paar Parts fertig bekommen. Dann würde ich mal sagen, ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen. Würde mich wieder freuen, wenn ihr es hier bewertet, kommentiert und weiterleitet. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao aus der Welt von Minecraft Hexit und die Minimap rastet aus. Disco. Didel, 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 dumm. Didel, 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 dumm, dumm, dumm. Ratarata, bum, bum.